Hallihallo, Hallöle, zurück zu einer weiteren Folge vom Let's Play City Skylines Campus. DLC. Ja, von dem haben wir leider nichts gesehen, aber das folgt ja auch nochmal irgendwann. Den so. Sehen wir auch eine ganze Weile noch nicht. Oh, ja, aber wir haben ja Gewerbe ausgewiesen, ne? Das heißt, das müsste passen. Weißt du, Campus DLC, aber sie haben letzte Folge gerade eine Grundschule gebaut. Ja, das... Ich weiß doch. Nee. Wir wollten in dieser Folge... Darf ich durch hier runterbauen für die Häuser oder von da? Weil das ist ja die leistungsfähigere Straße. Wie du ja, magst. Ich finde das besser, weil da unten fahren die durch wollen die so lang... Wollen wir nicht zuerst da oben im Industriegebiet ein Ökogebiet ausweisen? Nee, ja, nee, die haben ja keine Nachfrage gerade. Okay. Ich hätte jetzt hier die Nachfrage bedient nach... Weil damit da jemand einkaufen geht, muss da jemand wohnen, sonst bauen die da... Können wir jetzt große Häuser bauen? Nein. Schade. Erst ab, das dauert noch, ab. Dann müssen wir da trotzdem noch ein bisschen Platz lassen. Ja, das ist richtig. Wobei, dann kann man hier schön Arterial... Ja gut, aber wir müssen trotzdem. Hier, da würde ich nicht. Hier würde ich. Das ist dann noch so langsam ausfaden. Ja, ich weiß aber genau, was du meinst. Problem ist, wir müssen natürlich auch die Milestones erreichen, um dann später... Da, wo du jetzt Gewerbe hast, da unten, da kommen dann einfach später große Häuser hin. Die verjagen wir dann einfach. Ja, ich weiß echt, was du meinst. Ich kann aber hier mal... Stopp, ich habe eine Idee. Wenn hier jetzt eh keiner ist. Halt, nein, da kommt unser Gewerbe hin. Ja, aber da kommt später fettes Gewerbe hin. Damit es auch große Häuser sind. Große Häuser! Unser Gebiet musst du vielleicht noch ausweisen. Was ich... Das ist ausgewiesen. Ja, das ist immer ein Diskussionspunkt. Aufnahme läuft, Mauszeiger ist zu sehen. Gut, die klassischen Checks, die man so macht. Was ich jetzt aber mache, ist, wir bauen jetzt ab hier so Anliegerstraßen und ich baue nur an Anliegerstraßen. Die anderen Straßen lasse ich... Der Stein kann weg. Die Hauptstraßen lasse ich und da kommen dann später große Häuser. Was ist das für ein Deal? Es ist in Ordnung. Ja, ich kann jetzt ja nicht gar keine Häuser hinbauen. Nein, dann du hast kommen ja wir im Spiel nicht weiter. Du hast ja nicht. Das ist die große Problematik. Ja, ich sag nur, wir lassen Platz und wir machen da unten nicht so viel in Gewerbe rein. Ja, das ist ein bisschen, aber ja, ein bisschen viel vielleicht. Wir verjagen sie einfach später, das ist okay. Ja. So, hier kann man auch schön große Häuser rein. Oder Parks später oder so, ne? Wir brauchen jetzt auch langsam diese andere Kackdinger da. Ja. Erstmal machen wir da Leute hin. So. Gewerbe. Gewerbe. Und Leute, allerdings nur an die kleinen Straßen. Das wird ein bisschen laut. Nee, da kommt noch das passt. Geht das. Ja, das ist okay. So, so, so. Ich fange mal hier nur langsam mal an, ne? Da mache ich noch nicht. Da. Da kommt später, wenn gucken, dann was anderes, hin, ne? Irgendwann mal. Okay, können wir denn theoretisch... Wir könnten theoretisch, wir haben noch kein Geld dazu, aber wir könnten theoretisch. Okay, das heißt, Kacheln erweitern ist kein Problem. Jetzt machen wir hier oben Zoning. Die sollten sich hier langsam mal ausbreiten. Die haben hier auch fast durchgängig Wasser. Fast durchgängig. So, jetzt ist aber auf der Straßenseite immer nur Wasser. So. Okay. Wir müssten leider jetzt echt... Oh yeah. Ich brauche mal fast zwei, ne? Arbeiter. Ich habe eh kein Geld. Polizei, glaube ich, brauchen wir erst später. Das ist nicht so schlimm. Aber genau, Feuerwehr wäre jetzt erstmal die nächste Investition. Leute, baut euch doch einfach... Hier sind Leute, die können da einkaufen gehen. Baut euch doch hier euren Scheiß... Wollte gerade sagen. Ja, optimale Lage. Nicht genug Vollidiot. Strom. Du kriegst kein... Nee, sehe ich nicht. Nee, wir erziehen die Leute. Nee, sehe ich nicht. Die sollen das selber machen. Idiot, ey. Du wolltest oben in der Industrie Sachen ausweisen. Genau, das hier lassen wir als Schandfleck. Wir müssen es als Schandfleck lassen. Ja, es geht halt nicht anders. Das ist unser Geld, was wir gerade kriegen. Ja, eben. Das ist halt unser... Mal kurz gucken. Ja. Ja, mit einer unserer starken. Sonst wären wir... Ja, nur nicht im Minus, aber wäre nicht so geil. So, Müll brauchen wir jetzt, glaube ich, auch noch nicht so viel. Doch, das war im unteren Bereich. Ja, das war am Anfang, wo wir noch nichts hatten im unteren Bereich. Wir können das erstmal ein bisschen dämpfen. Schule kann man, glaube ich, auch noch mal ein bisschen, weil wir nicht so viel Einzugsbereich haben. Wir müssen jetzt gucken, dass wir Geld machen, ja, ausbauen. Ja, das stimmt. So. Und dann können wir später den Wert davon erhöhen. So, hier müssen wir jetzt irgendwie über... Kann ich denn da... Ich kann nicht dekorieren mit Bäumen und so, dass hier Ende ist. Nee. Müssen wir halt gedanklich hier quasi ein Ende...
Hier ist das gedanklich Ende von diesem Gebiet. Hier müssten wir lassen bis hier. Mhm. Ja, wegen der breiten Straße. Warum kannst du eigentlich nicht mit Bäumen dekorieren? Kann man das auch erst ab einer bestimmten Größe? Ja. Oh. So, hier oben ist auf jeden Fall dann Dings hier, ne? Da können wir noch mehr Öko, ja. Dings hier, ne? Mit und so, ne? So. Ja. Hab ich denn... Oh, ich bin ein Vollidiot. Man sollte das natürlich auch machen, wenn man das dort haben möchte. Ja. Fuck. Ja, das tut mir jetzt leid für euch da unten. Ah, das ist doof jetzt. Aber gut, dann war gut, dass hier noch nicht so viel Gewerbe eingezogen ist. Ja. Gebiete ausweisen bringt leider nichts, wenn man nicht sagt, was das Gebiet sein soll. Ja. Kastanienhöhen, wunderschön. So, da bauen wir mal hier so drumrum. Ich baue das mal, das ist ein bisschen weit. Ich hätte das gerne nur bis hier vielleicht, ne? So, damit wir hier die Straße haben. Ja, fein. Das könnten wir vielleicht auch gleich so, ne? Genau, aber das... Ja, scheiß Ahrenplatz. Nee, super Ahrenplatz. So, ja, rede. Das noch nach rechts ziehen. Ditte. Ja. So. Genau. So, bis hier, weil wir da schön fruchtbares Land haben. Fruitable Land. So, ich würde das hier oben anfangen, ne? Oder wir setzen uns hier daneben. Das ist natürlich vom Anfahrtsweg für die Arbeiter kürzer, ne? Kannst du gerne machen. Das ist für die, aber es ist halt eh die Nachfrage, ist natürlich prinzipiell erstmal. Ja, aber wir haben schon mal so ein Gebiet, ne? Wir müssen es nur noch auf Öko stellen, ne? Nee, ich stelle das nicht um, oder? Haben wir nicht gesagt, wir lassen das? Nein, das neue Gebiet. Achso, ja, schon, das müssen wir, danke. Nee, das neue Gebiet, das stellen wir nicht um, nö. So, nee, ich mache jetzt erstmal hier, wo noch keiner ist. Machst du weg? Damit die jetzt kommen, alle ins Ökogebiet ziehen müssen. Also ins Landwirtschaftsgebiet. Ökodiktatur. Die zwingen uns das alles auf. Ja. Die sind böse. Ja, der Bürgermeister, schlimm. Der Bürgermeister. Oh, bitte mach mir keinen Hunger. Okay, ich habe echt gar keinen Hunger. Rede so viel über Essen, wie du willst. Ich habe gerade keinen Hunger. Okay. Käsekuchen. Demnächst mal grillen? Ich habe mal gedacht, morgen grillen. Aber das Wetter ist scheiße. Mm. Ja, hat man morgen so eine schöne Gelegenheit. Ja, super, ne? Ach, also ja. Tatsächlich. So, da gibt es hier so einen kleinen... Ja, vielleicht grillen wir nächste Woche. Hm? Ja. Ja? Ja. Ja, wir sind ja nächste Woche nochmal in Town. Nochmal ein Kreisverkehr. Ach so, stimmt. Nö, einfach so ein... Aber das ist ein sehr small... very small. Das wird echt eine Kreisverkehr. Roundabout. Aber wir haben gemerkt, vor dass allem asymmetrische Kreisverkehr Town. Das bei dem was Ökogebiet kommt eigentlich an die Hauptstraße. Wissen wir noch nicht, ne? Lass mal bleiben. Das sollte nur Öko sein. Ja, aber ich würde jetzt erstmal noch nichts hinbauen, oder wollen wir gleich die Hauptstraße auch besiedeln? Ja. Also die hier. Schon. Hier darf ich halt nicht wegen Schmutz. Nee. Hier können wir theoretisch hin. Ja, ja. Dann machen wir gleich, achso, erstmal Spezialisierung. Industriespezialisierung. Ach cool, das andere dürfte ich noch gar nicht machen. Ja, geil. Ja, hau rein. Okay, Kastanienhöhen. Aber wir haben eh keine Nachfrage. Aber nur schon, dass wir schon mal haben. Ja, ne? Das war einfach so ein bisschen... So, unsere Faulleute sollen mal arbeiten kommen. Ja, ein Kreisverkehr vielleicht nicht unbedingt. Aber hier in unsere Seitensträßchen. So. Genau. Oh, jetzt brauchen wir auf jeden Fall eine Polythea. Und Strom. Ah, die sind auch dumm. Oh, ihr seid so dumm. Die Menschen. Wir brauchen fuck, vor allem auch doof. Eine Feuerwehr. Nee, wir haben eine Feuerwehr. Haben wir eine Feuerwehr? Ach, ich hätte aber eine Polizei gebaut. Danke, bitte. Bitte, bitte bewahre mich davor, dass ich eine, bitte. Wir brauchen eine Polizei. Brauchen wir nicht eine Feuerwehr? Nee, wir brauchen keine. Brauchen wir eine Feuerwehr? Selbst wenn ich dich davor bewahre, Josh. Ihr seid so dumm. Ihr seid so blöd. Ihr seid dumm? Bringt es was? Nee, das ist wahrscheinlich pädagogisch nicht sinnvoll, Leuten zu sagen, dass wir sie dumm finden, ne? Oder komm, ich guck mal, was ich hier machen kann. Suburban. Das ist teuer Suburban-Leitung, so, ey. Aber die sieht gut aus. Wie war das mit der Feuerwehr? Jetzt gleich? Es brennt doch noch gar nichts. Weißt du? Josh, du solltest Alter, in die Politik gehen. Du bist so wie die aktuelle Bundesregierung. Ja, es ist ja nur nichts passiert. Verwechselt meine Fehler von Schwäche nicht mit Intelligenz. Ich habe Bildung. Okay, wir könnten das Budget tatsächlich auf 100% drehen. Jetzt.
bisschen mehr für Bildung ausgeben. Wie ist denn die Arztpraxisauslastung? Das ist okay. Da würde ich so nichts dran ändern. Das ist okay. Ist ein rotes Herz bei Gesundheit. Oh. Ja, Feuersicherheit. Ja, das müssen wir natürlich gucken, dass wir das... Was kostet das Ding? Oh, und kriminell werden die auch. Ich habe aber kriminell... Fuck. Was ist schlimmer als erstmal? Kriminalität oder Feuersicherheit? Die brennen nicht so oft. Wenn er brennt, hat was ab, ne? Das schlägt ja endlich auf das Nebengebäude über. Ja, Kriminalität. 480. Erstmal die Feuerwehr. Echt? Erst die Polizei. Komm, eine freie Schule. Lass doch mal eine Schule. Wir haben eine freie Schule? Ja, das ist die Grundschule für Ökoviertel. Was machen wir jetzt? Entscheide du, ich hab's schon gar nicht mehr. Wir machen zuerst die Polizei. Okay. Wenn die so Criminals sind. Ja, genau. Und das ist ja nur eine Feuer... Oh. Ja, okay. Dann ziehen die sonst alle aus. Das ist eine gute Sache. Gute Straßenanbindung, würde ich sagen, hier, ne? Mhm. Dann kommen die überall hin. So. Das heißt, dann können die hier überall hin. Ja, danke. Oh. Ja. Ich sollte vielleicht für den Anfang das Budget etwas erhöhen, oder? Das kostet ja eh nichts hier. Achso, mit jedem Polizeiwagen, der rausgeschickt wird, wird es teurer. Hm. Bing. Guck mal, lass mal ein Monument bauen, oder was schlägt ihr mir hier vor? Dienstleistung. Ja, komm, lass hier. Komm, das liegt voll in unser Budget, oder? Ja, natürlich. Also, das würde ich. Ich sehe da auch gar keine Probleme, ehrlich gesagt. Das ist vollkommen. Ja, easy. Okay. Ja, die sind auch total angespannt. Die haben noch keine Parks und so. 9 von 12. Hä, die laufen auch noch alle. Die haben auch gar keinen ÖPNV. Wir haben fast 1200 Leute. Die sollen hier ihre beschissenen, scheiß, tollen Ärsche hinsetzen. So. Und ja, ich versuche es zu reduzieren, aber es ist leider nicht komplett reduzierbar. Und nur bis hier, so kleine, ne? So. Ja, mein Deal, der, an dem halte ich fest. Ja, die Hauptstraßen, die lasse ich auch. Nein, mein Deal da unten, die Industrie irgendwann zu die Gewerbe zu vertreiben. Du weißt aber schon, dass das gerade unser finanzielles Rückgrat ist. Später. Schau mal. Ich rede von später, okay. Wenn wir große Gebäude bauen können. Ja, mir geht es um die Arbeiter, sonst beschweren die sich und ziehen wieder weg und das ist unser finanzielles... Bis dahin haben wir oben darf so viel ich Fußwege? Ich möchte Fußwege machen, ich will hier Fußwege durchzimmern, das muss Fußweg sein. Sorry, aber... Ja, das ist ein innerer Zwang. Da müssen Fußwege durch. 100, das ist... Da kannst du schön fußläufig überall hier... Ja, scheiß Straßen. Straßen finde ich super. Finde ich gut, dass das hier noch funktioniert, verkehrstechnisch. Finde ich ja gut, dass wir hier... Du hast da noch gar nichts hingemacht. Doch. Okay. Die denken sich nur so, I don't need... So, Feuerwehr war gut, dass wir es noch nicht... Alter, ist das euer Ernst mit dem Strom hier? Boot Budget, so. It's boot get time. Übrigens macht es längerfristig mehr Sinn, mehr Dinger zu bauen und das Budget runterzustellen. Das ist finanziell effizienter als das Budget. Guck mal, jetzt bauen sie sich auch da vorne hin. Quatsch. Ja, wir brauchen halt einfach nochmal einen Mast. Unser verfügbarer Strom sieht halt echt heavy aus. Das ist heavy Strom-Shit. Und alle machen mit. So, jetzt komm hier nächste. Kohle, gib mir Kohle. Komm, lass mal ein Grundstück kaufen. Das ist, was ich auf jeden Fall brauche. Nicht. Ich brauche ein Grundstück right now. 5,9. Alter, jetzt überweis mir bitte meine Kohle hier. Wie im Monatsende, ey. Warum beschweren die sich eigentlich nicht über... Ach, die brauchen gar kein... Das ist gefühlt das erste Gebäude, das keinen Strom braucht, was ich kenne. Ja, ist jetzt nicht der optimale Standort, aber 6 sind halt okay. Ja, das Budget würde ich gerne runterdrehen, kann ich aber halt noch nicht. Ja, aber würde sagen, einigermaßen, das kann ich fast das hier auch wieder wegmachen, ne? Wir nähern uns, Tobi, wir nähern uns gleich dem... Kostet auch noch alles Unterhalt. So. Wir nähern uns gleich ich darf Fußwege bauen. Sorry. Wir nähern uns gleich unserer Grenze, Puffy. Ja, aber die andere Grenze liegt ja bei 6. Ja, aber der 500. Ersten Grenze, der 1200er. Ja, das ist auch eine wichtige Grenze, weil wir dann noch den ganzen Scheiß machen müssen. Ich meine, er hat immer Vorteile und Nachteile, das mit dem Upgraden. Ja, aber dann können wir Parks bauen.
Ja, aber das, weißt du, was das Problem ist? Wir müssen Parks bauen. Ja, das müssen wir jetzt schon, weil die Leute kaum Freizeit haben. Das wurde vorhin angezeigt. Ja, aber was willst du denn machen? Da kannst du ja nichts tun. Ja, eben. Die sollen ins Dingsgebiet fahren. Hier gibt es auch Freizeit. Nein, gibt's nicht. Winzige Kleinstadt. Parkgebiete, Industriegebiet. Achso, Landschaftsbau, stimmt. Da haben wir unseren Landschaftsbau. Boah, Land. Unendlicher Spaß. Ja, jetzt habe ich die ganzen Richtlinien. Geil, jetzt habe ich die ganzen Wege. Kanal ist. Hier haben wir sehr viel freigeschaltet tatsächlich. Jetzt müssen wir auch diese Mittelschule bauen. Ja, hier ein paar Dings hier von der, vom Workshop. Okay. Ja, oh, gefreut. Fußwege. Sorry. Stimmt, Schritt jetzt eins. Kannst du nämlich deine Fußwege bauen, ja? Schritt 1. Feuerwache. Ja, die ist wichtig. Die machen wir jetzt sofort. Auch sofort. Da, ne? Direkt bei dem der Police, ja. So. Ja. Da kommen die auch da hoch ins Dingsgebiet. So, und jetzt kommt mein Fußweg, weil damit die hier alle connected sind. Das ist mir sehr wichtig. Da reicht aber auch so ein Billow-Fußweg für den Anfang. Theoretisch. Natürlich mittig, ne? Ja, vertreib sie, vertreib sie! Die sind unser Geld. Die sollen da hoch. Die Lobbyisten haben Einfluss auf mich genommen. Nee, Lobbyismus finde ich super. Es ist eine tolle Sache. Das ist wichtig, dass das das gibt. Die sind neu, die darf ich nicht vertreiben. Ja. So. Ja, die müssen hier Arbeiter haben. Weißt du, deswegen verbinde ich das jetzt hier. So, hier kommen auch nochmal hoch. Sorry, hier ist wieder Fußwege-Time. Na, die Fußwege sind nicht das Problem. Joshs Fußwege-Time. Kaufen Sie jetzt Joshs Fußwege. Und erhalten Sie gratis dazu einen Rollator, mit dem Sie diese Straße nicht befahren können, weil sie zu bei Regen immer scheiße ist. Sorry. Ja, gut, dann machen wir da halt noch Gewerbe draus. Ne? Was wir auch machen können, ist, wir wollten da oben ja eh, wenn wir da die große Straße machen, dann haben wir dazwischen noch Platz zwischen... Ja, hier. Da haben wir noch Platz für Gewerbe. Für große. Achso, ich sollte hier... Achso, ja. Das heißt, ich mache hier kleines. Also das ja, hier. Das war der Wobei, Plan. Bei dem Öko, das sieht eh nicht so stark anders aus, ehrlich gesagt. Genau. Ja, die haben eh noch Arbeiterprobleme. Das heißt, ich müsste fast Leute dann oben hier, bis hierhin noch, da auch dann Leute. Aber wir wollen das halt echt da unten groß waren Leute halten. Ja, aber Leute müssen überall hin, gewissermaßen, so unterm Strich. So, was ist hier eigentlich erstmal nichts, ne? Das lassen wir einfach alles erstmal, damit wir Space. Richtig. Weißt du, ich wollte mir gerade noch überlegt, hier ist eine Kreuzung. Sollte ich vielleicht da dann. Jetzt unter sich direkt an die Kreuzung. Der hätte Pause machen müssen. Ich decke weg da, Vollidiot. Nee, ich sollte nicht mit so vielen bösen Wörtern um mich schmeißen. Mein natürlich liebes, nettes Mitglied, über das ich mich sehr freue, dass es nun in unserer Stadt wohnt. Und hier wäre dann die nächste Ausfahrt. Richtig. Kann man ja schon mal andeuten. Das unten wird wahrscheinlich... Ah, ne, der Fuß... Oh, ja, ich muss den Fußweg. Wobei, dann haben wir impliziten Fußweg, ja. Implizit. So. Joshs Ampel wegdrück. So. Geht aber eigentlich ganz gut, muss ich sagen, bisher, ne? Momentan. Gut, wir haben noch nicht viele Probleme. Parks ist natürlich, dann können wir mehr Steuereinnahmen generieren, weil dann die Leute sich upgraden. Was war denn immer der... Es gab einen optimalen Park. Der war... Nee, Picknicktische, der war sehr gut. Der kostet 40 im Unterhalt. Der kostet 8 im Unterhalt. Okay, das ist cool. Der ist halt groß, der kleine Park. Der kleine Park ja. ist groß. Weißt du, was groß ist? Das ist groß. Also kleiner Park. Hier dazwischen, ne? Da ja, zum Beispiel, ja. ne? Da auch oder nicht? Sie sind zufrieden. Oder was anderes? Da unten, die Leute brauchen ja auch noch einen. Ja, aber hier muss mehr, die müssen richtig Kohle hier raus bremsen. 40, 5000, was kostet der? 1000, das ist halt der billigste, ehrlich gesagt. Preis-Leistung? Ja. Also Leistung zu, ja... Genau, da könnten wir eigentlich das hier ein bisschen. Ja. Weil hier ist ja eh nix. Und dann da zwischen rein. Ja. So, dann graden die sie nämlich ab und können nämlich mehr Steuern zahlen, habe ich gelernt im Tutorial. So, was wir jetzt natürlich machen müssen, das ist natürlich. Ist ja, wenn wir schon so ein Shit hier haben, du dann. Sollt ihr von überall diesen formschönen Park erreichen können. Das ist heavy Joscha-Shit. Ja. Wenn es irgendwas gibt, dann ist es.
Josh's Park, ja, Dings. So, die haben noch ein bisschen Leute-Probleme, aber hier ziehen ja Leute ein. Wir haben immer noch mehr Leute-Nachfrage. Wo sollen wir Leute hinbauen? Das jetzt fertig bauen, oder? Wir können da hinten die Straße noch erweitern. Die unten? Ja, da sollten ja Leute hin ans Wasser. Ja, und die können auch klein bleiben, weil das ist so die... Und die brauchen Wasser. Und Strom. Ja, Parkgebiet, ja, das ist mir ein bisschen zu früh Spiel gerade. So. Genau. Ja? Und in irgendeiner Ecke da unten hattest du das Gebiet noch nicht. Ja. Nee. Doch, ganz hinten in der Ecke, bevor du da Leute hinbaust. Ja, das ist so weit, wie es jetzt halt geht, ne? So, na komm jetzt da, Peoples... Ja, da kommen keine Völker hin. Ja, ich will auch kein Industriegebiet errichten. War eigentlich schon, aber die kosten halt alle Geld, ne? Am Anfang sind, glaube ich, diese Gebiete gar nicht so sinnvoll, weil du musst da alle Gebäude selber bezahlen. Und hier weißt du nur aus und hast quasi, ne? So. Die obere sollte man ja irgendwie weiterführen. Irgendwo hin. Ja, also ein bisschen aus. Nach. Aus, weil da später noch ein Kreisverkehr hinkommt, der die alle zuteilt. So. Dann können wir hier nochmal so eine Verbindungs... Nee, das ist okay verbunden. Da kommt lieber nochmal ein Park hin. Pass aber auf, wir wollten da Platz lassen. Hier? Ja, du wolltest da Platz lassen. Für? Eine große Straße, die da oben. Die wird nein, groß. Nein, nein, die wolltest du später noch zu einer Collectors-Ding haben. Die hier? Hast du gesagt, ja, hast du dann, gesagt. Dann haben wir das schon verkackt. Okay. Habe ich vorhin mit dir drüber geredet und hast gedacht, nee, die bleibt so. Habe ich das dann nicht verstanden? Ach stimmt, wir wollten nur die am Kreisverkehr groß machen. Die hier, ne? Die und weil hier versuchen wir mit Öko relativ wenig Traffic zu erzeugen. Okay, let's bau. Bau. Ja, da muss nach Wasser hin. Das sollen sie aber erst, wenn sie sich beschweren, dann kriegen sie Wasser. So. So. Nee, du kannst es gleich hinbauen. Wie wär's? Nee, das kostet immer so früh Geld. So. Ist Tante Emma hier, ne? Ich habe den Park nicht hingebaut. Warum habe ich den Park nicht hingebaut? Ach, weil wir ja über was geredet haben, stimmt. Und ich erstmal interrupted habe, ob das nicht sinnlos wäre. Ja. Wasser, Strom. Strom also machen Wasser. Sie sich selber. So. Okay, das heißt, was haben wir jetzt noch? Wir müssen eine Oberschule bauen. Wir müssen hier auf jeden Fall noch eine Grundschule hinbauen. Bevor wir eine Oberschule bauen, ist hier noch eine Grundschule, würde ich sagen. Ne? Eine Öko-Grundschule. Erstmal will ich gar nichts bauen. Oh, teuer. Okay. Aber es wird lang. Oh, das wird da oben. Kinders, das Wasser. Machen wir 110. Oh, eigentlich müssten wir auch wieder eine Stromdings bauen, damit wir mit dem Budget runter können. Wir haben auch 6000, das können wir machen. Wir müssen uns mal alternative Erzeugungsmethoden umgucken, aber aktuell nicht. So. Bringt halt nicht so viel. Ja, wir sind immer noch knapp an der Grenze. So, Wasser müsste da nicht auch passen. Wasser ist okay. Wasser kann man... 110 reicht das jetzt erstmal eine Weile. So, 100... Nee. So. Müll kann man das, würde ich sagen, auf 100 lassen. Die Arztpraxis kann man auch mal vielleicht ein bisschen in einem Budget... Ich hänge für den Budget ein Passungsfenster rum und die Polizei kann man wieder auf 100 stellen. Ja, das ist so die erste Kriminalität bekämpft, würde ich sagen. Die Parks lassen wir mal so. Zum Glück haben wir noch keine Toten. Oh. Das ist aber auch noch nicht unsere Aufgabe. Ja, das habe ich ja gemeint, mit zum Glück haben wir noch keine Toten. Ja, sie sind frisch zugezogen, die sterben nicht. Grundschule wäre das nächste. Da können wir gleich so eine Öko-Grundschule bauen. Und ja, noch ein paar Minütchen. Ja, das läuft jetzt aber. Bringen die echt weniger Income oder nicht? Das ist natürlich jetzt die Frage. Nee, die haben jetzt mehr. Das ist spezialisiert, das ist eigentlich ganz cool. Ich wollte mir die Nachteile lesen. So, produziert 50% der Güter lokal. Frachtverkehr reduziert, erhöht den Stromverbrauch, verringert die Müllproduktion. Also bis auf den erhöhten Stromverbrauch. Der gerade unser Problem ist, weil wir recht wenig Strom haben. Aber ich finde, die Vorteile überwiegen. Ja, was ist denn jetzt bei denen hier? Ne? Einfach mal lesen. So, verbraucht weniger Elektrizität. Ah, aber die erzeugen tatsächlich weniger Steuereinnahmen. 30%. Ja, aber dafür verbrauchen wir weniger Müll und... Ja, die Selbstversorger sorgen ihren Abfall. Ja, ja. Ja, weiß ich nicht. Warte mal, die Gewerbe haben mehr Steuereinnahmen gehabt, ne? Mhm. Nee,
Die hatten Steuereinnahmen, gar nichts. Okay, das heißt, das ist echt ein Incoming. Ja, okay, da müsste man... Das kann ich mir vorstellen, dass das der Grund war, warum unsere letzte Stadt steuermäßig ein bisschen schwierig dran steht. Aber ich will das eigentlich durchziehen mit dem Öko-Konzept. Aber die letzte Stadt hat es ja auch geschafft. Ich meine, wir hatten nachher voll das fette Plus. Ja, weil wir uns den ÖPNV vielleicht ein bisschen günstiger gemacht haben, als er ursprünglich hätte sein sollen. Und jetzt? Ja, ist okay. Kann man eigentlich machen. Und die Kapazität der Fahrzeuge etwas increased haben. Ich meine, es ist eine utopische Stadt. Warum ja. nicht? So, da kommt jetzt hier so eine Dingsgrundschule hin, ne? Freie Schule. Freie Schule, freie Schule, freie... Sorry. Ist jetzt kein Lied, was man irgendwie... Nein. Ja. Hier? Ja. Aber die müsste auch noch angebunden werden. Dann mach mal die an die große Straße mal am Fußweg. Da. Mhm, und dann Fußweg. Ja. Passt. Komm, die kriegen sogar so ein Fancy mit Überbrückung für die Kinder. Oh, die haben sogar Solaranlagen auf dem Dach. Ja. So, jetzt machen wir hier nämlich mal... Jetzt weiß ich, warum ich hier Musik leise hatte, wegen diesem Lied. Wie ging das nochmal? Oh je. Er legt wieder los. Ja, die Kinder sollen nicht einfach so über die Straße laufen. Das sind Grundschulkinder. Ich will aber nicht den Berg hochlaufen. Ich gehe jetzt über die Straße. Tot. So. Und... Pam. Ist doch cool. Ja. Ist schön. Schön. Es ist schön. Wunderschön. Ist schön. Ist schön, du, ne? Was macht denn unser tolles Acker-Acker-Gebiet? Da immer noch keiner. Guck mal, die Nachfrage ist irgendwie stetig... Oh, ist der Erste. Boah. When the first Unicorn... ...das keinen Strom hat... ...kriegt eine Suburban-Leitung für 320, 360... Ah, ich wollte gerade sagen, woher hat er jetzt Strom? Aber gut, ja. Süß. Das ist ja... Obstplant-AG, okay. Gleich eine AG gegründet, alter Latz. Der schießt aber mit Kanonen auf Spatzen, du. Irgendjemand, der im BWL aufgepasst hat und das wird sich für... Nee, gut, okay. Ja, entwickelt sich so ungefähr, wie wir uns das vorgestellt hatten, oder? Ja, so einigermaßen ist das okay. So soll es doch ganz ja, hübsch. Wir wissen doch, wie wir unsere geringen Steuernahmen herkommen. Wegen dem hier, was ist denn der Vorteil, was sind die Nachteile von der Spezialisierung? Erhöht die Steuernahmen etwas, erfordert viel mehr Wasser und fruchtbares Land. Erneuerbar. Okay, das heißt, die bauen sich... Ich wollte mich gerade schon über die Musik beschweren. Hab gerade angesetzt und dann so... Nö. Dann nö, weg. Oh, wir müssten da ein bisschen erweitern oder erstmal müssen wir die Folge beenden, würde ich sagen. Oh ja. Das mobbt mich, das Lied. ich lasse mal ein bisschen weiterlaufen wegen damit hier, genau, ne? Genau, damit wir ein bisschen Geld bekommen. Um unsere Schule, ne? Mit unserem Fancy. Ein bisschen sehr viel Baum hier auf der Straße. Oh. Möchte gerne, weißt du, Bäume nicht abreißen, sondern einfach nur versetzen. In den Fußweg rein. Nee, das ist zwischen den Fußweg. Das bezweifle ich. Das ist zwischen dem Fußweg. Da wächst nur ein bisschen... Oh. Da wächst nur ein bisschen in den Fußweg rein. Es ist ein bisschen steil vielleicht, ne? Aber... Das waren meine Fußwege immer. Fußwege. So, das ist okay. Die Steine kommen an die Seite. Oh, jetzt ist der Stein im Schulhaus drin. Hey, das ist einfach im Garten. Mhm. Der ist auch im Garten. Ja, I know what you mean. Dass sie alle mit dem Auto hierher fahren in ihre Ökoschule. Jo. Ja, ist cool. Schick. Was hat der für ein... Ich frag gar nicht nach. Joa, dann haben wir jetzt die zweite Folge. Wie gesagt, eine Mama noch. Und dann sehen wir uns im Livestream am Samstag. Bis dahin, mach's gut, wenn wir es zuschauen. Tschüss. Tschüss.